Sie versucht, Schule zu schwänzen. So, als erstes tauschen wir mal eben kurz deine Klamotten aus. Kannst du nicht hier... So, falls wieder kaputt geht, die Klamotten sind nicht die schönsten. Und so. Kriegst du jetzt auch zu essen. Hier habe ich extra geangelt für dich. So. Ach, ich habe keine Zeiteinheit. Willst du nicht sehen, ob wir eine Post haben? Ja, woher weißt du das denn, dass wir Post haben? Komm, du kommst durch, du schaffst das. Und zack, wieder Probleme. Schon wieder Post. Herr Berg, es tut mir leid, dass Karin in der Schule so sehr gehänselt wurde. Sie war seit 3 Tagen nicht in der Schule, was mich besorgt. Du hast geschwänzt. Ich werde besonders viel lernen, ja. Und keinen Stoff mehr verpassen. Ja, das will ich für dich hoffen. Ey, du hast geschwänzt. Ich bin enttäuscht. Also normalerweise, also es gab nicht die Möglichkeit, jetzt richtig zusammen zu kacken, aber ich sage mal, Schule schwänzen. Ich habe es selbst nicht gemacht. Aber Schule schwänzen, finde ich, ist absolut nicht okay, weil, ja, wenn du schlafen gehst, streich jetzt erstmal die gute Nachtgeschichte. Nacht. Hast du selbst gestrichen, auch gut. So, dann lesen wir mal eben einen Brief. Hi! Ich werde sehen, ob ich irgendwelche Dokumente finde mit den Informationen, nach denen Sie fragen. Außerdem würde ich Sie gerne einladen, uns in Hamstadt zu besuchen. Ich finde es traurig, dass meine Eltern Karin nicht sehen oder über sie reden wollen. Vielleicht könnte ein Treffen helfen, unsere Familie zu heilen. Ja, auf jeden Fall. Es wäre wundervoll, wenn Karin ihre Großeltern treffen könnte. Es wäre außerdem schön für sie zu sehen, woher sie kommt und ihre Tante zu treffen. Ich kann mir am Samstag eine freundliche Grüße. Samstag, also okay. Hoffentlich habt ihr Essen, weil ich hab es nicht. Der Preis für Wolle erhöht sich womöglich. Es gibt nach wie vor keine Einigung um den... Die Preise norwegischer Wolle, die bald 7 statt 26 norwegische Kronen pro Kilogramm kosten könnte. Wenn keine Einigung erzielt wird, es besteht die Gefahr eines Monopols in der Abteilung für Landwirtschaft, ja. Wirtschaft, Geld. Immer dieselben Probleme. Habe ich noch was zum Kochen? Ja, einmal Kohl. Wie sieht der Rest mit Essen aus? Hier ist reparieren. Einmal Brei hast du noch, das ist okay. Kann der Winter bald vorbei sein? Please. Guten Morgen, du siehst schon wieder dreckig aus. Aber dich über Schüssel zu waschen kostet, glaube ich, keine Zeiteinheit. Yep, perfekt. So, okay. Cool. Dann werde ich jetzt mal eben schnell einkaufen gehen. 180 für eine Puppe. Na du? Könnte ich noch ein bisschen mehr essen? Musst du nicht hungern. Klar, wir müssen sparen, ich weiß. Ich repariere mal eben deine Klamotten mit der letzten Zeiteinheit. Das will ich hoffen. Und deren Bergstolz auf mich. Da ist die richtige Einstellung. Naja, vielleicht. Mal gucken. 180, wir haben die Knete. Wir haben die Kohle.
Das ist gut, dann gehst du dich jetzt erstmal waschen. Das ist die richtige Einstellung. Setz Spirit. So. Dann, wenn du das machst, guck ich mal kurz, kann ich kochen? Yes, den Kohl. Oder aber ich nutze die Zeit, dann werde ich in der Nacht kochen. Ach, geh nicht doof. Dann kochen wir nicht. Oder kann ich ihr helfen? Müssen wir mal gucken. Bitte? Ich habe nicht gekocht. Doof, egal. Habe ich noch was für dich? Nein. Auch doof. Ich bin müde. Yes. Willst du aber nicht noch eben hier deine Kohlsuppe essen? Ich habe kein Geld und wir sind out of Essen. Das ist... eine super Aufgabe. Aha. Nein, heute nicht. Ich weiß nicht, ob ich diesem Lehrer vertrauen kann. Ich finde, dass du sehr mutig bist und ich bin wirklich stolz auf dich, Karin. Aber ich sehe auch, wie der Winter dich verändert hat. Ich frage mich, ob es hilft, wegzuziehen. Aber ich habe keinen Grund zu glauben, dass wir hier irgendwo anders mehr Glück hätten. Hier wissen wir wenigstens, was uns bevorsteht. Hoffen wir, dass der Frühling und wärmeres Wetter alle freundlicher stimmt. Es war ein harter Winter, in der Tat. Ist ja schon Februar. Also von daher wird das schon. Wir haben nichts mehr zu essen, das stört mich ein bisschen. Klar, ich meine, ich habe ein bisschen Spielzeug gekauft, um wieder happy zu machen, zumindest zeitweise. Ist sehr schön draußen. Was haben wir für heute für einen Tag? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst, aber wir haben nichts zu essen, also... Scheiße, kann ich nicht. Kostet mindestens 15. Doof, dann gibt's heute nichts für dich. Ich habe kein Geld. Lalalalalala, waschen. Nein, wir sind super reich. Hier, guck mal, alles voll mit Essen. Und auch hier richtig viel. Es ist, Komm, spielen wir eine Runde Ball spielen, hä? Was sagst du? Hast du Bock? Ich brauch Geld. Ja, genau. Mach das. Ich kann nicht angeln gehen. Ich kann absolut nichts machen mit der Zeiteinheit, die ich habe. Überstunden sind nicht drin, weil ich was zu essen kaufen muss. Jetzt mal überlegen, was... ja, mach mal Brei. Der Brei schmeckt zwar scheiße, aber der ist günstig genug. Bekommst du was? Ach, du hast... Ich bin froh, dass du keine Überstunden gemacht hast. Ich will mehr lernen. Aber ich will nicht, dass du dich einsam fühlst. Vielleicht könntest du mir helfen. So können wir etwas zusammen machen. Geht es um Vögel? Hier kommt die erste Frage. Welche der folgenden sind nachtaktiv? Die Fledermäuse. Das ist einfach. Ich wusste es. Alles klar, nächste Frage. Welcher dieser Vögel lebt in Norwegen? Eulen? Strauß? Nein. Elster? Nein. Weißkopfseeadler. Das klingt doch richtig gut. Ich habe noch nie so... okay, letzte Frage. Frisshaupts. Reiher? Ja. Gimpel? Specht. Ich wusste es nicht. Ich weiß nicht, welcher dieser Vögel in Norwegen lebt. Das klingt richtig. Ich habe sie auch am See gesehen. Ja, du musst es wissen. Das soll Herr Berg sein. Sehe ich das richtig? Habe ich Essen gekauft? Ja, ich habe Brei gekauft. Ich habe kein Geld mehr. Ich war arbeiten. Ich habe Brei gekauft. Vielleicht können wir angeln gehen? Nein, scheiße.
Dann gibt es erstmal Brei für dich hier. Wir müssen sparen, also gibt es nur eine Portion. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Tage hinkommen. Was ist los? Okay. Scheiße, warum hattest du ihr Herzverkehr? Ach man, doof. Ja. Der hat sie eine Hure. Okay, ich meine bei ihm. Was hätte er ja beim Jungen gesagt? Du bist ein Hure. Das ist schon hart. Wir haben Zeit. Können wir bitte. Was stelle ich mit der Zeiteinheit an? Ich mag es nicht, wenn ich Zeit habe, aber nichts zu tun. Ich möchte in meinem Bett liegen. Ja, natürlich, ich habe ja nichts zu tun. Wow, danke schön. Zu kochen, nichts zu. Ich komme kurz in die Mails. Haben wir nicht. Tagebuch? Nee. Ich erkläre ihr, ich habe ihr das Wort bewusst nicht erklärt, weil ich traue diesen Nachbarn nicht. Dieser Nachbar ist böse. Yes, wir haben schon wieder kein Geld und du hast Hunger. Das ist okay, dann gibt es eine Portion Brei für dich und dann müssen wir den ganzen Tag lang gucken, dass wir Essen finden. Ist das ein Deal? Weil ich kein Geld habe, was zu kaufen. Deswegen müssen wir uns was fangen, weil sonst sind wir am Arsch. Und du musst verhungern. So, rot heißt immer, es ist Sonntag. Was war das denn jetzt? Ein Schuh? Come on. Haha, vielleicht können wir den Schuh zum Arm wissen. Ja, tu das. Schon wieder ein Schuh. Komm schon. Na, endlich. Wow, er ist fast entwischt. Ich hau heute viel, aber es war schön, sich zu waschen. Das musst du mir erklären. Papageientaucher, das werde ich mir merken. Ich verstehe den Stoff nicht, den die in der Schule hat, weil es ist immer so, es ist immer Nippes. So, na, wie war dein Tag so, ganz ohne mich? Wo ich versucht habe, was zu essen zu fangen? Ja, geschlafen. Geschichte um den drei Bürgen. So, sie schläft. Gut. Schon wieder keine Post. Ich überlege gerade, haben wir es verkackt? Also Sonntag, Montag, ich muss wieder arbeiten.
Guten Morgen, du bist schon wieder schmutzig. Cool. Post, yay. Zeitung. Da ist noch ein Brief. Ich glaube, so viel Post. Das war eine Zeitung, wenn ich das richtig gesehen habe. Sie dabei die ganze Zeit die Augen offen hat auch. So, kochen wir dir mal eben was, dann ist dein Abendbrot nämlich ein Forellentoast. Kann ich wenigstens kostenlos machen, aber einmal kochen kostet eine Zeile halt. Das können wir so nicht halten. Also so dermaßen krass verdreckt kann ich dich nicht in die Bett schicken, das ist nicht drin. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Die machen keinen Spaß. Nee, heute nicht. Heute nicht. Nein, nein, nein. Heute nicht. Keine Zeit. Ciao. Schlaf gut. Nacht. Ich habe eh keinen. Aber ich habe keine Post. Aber keine Zeiteinheit mehr. Das kostet eine Zeiteinheit. Was habe ich gemacht? Ich habe das Kind gewaschen. Stimmt. War ja was. Nicht zu Hause zu bleiben. Wieder ein riesen Zeitsprung. Es ist Frühling. Oh, scheiße. Wir waren am Samstag nicht da. Was heißt denn Samstag? Mach mal Post. Post ist da, ja. Und pass auf, erstmal isst du was. Nämlich dann drei. Und ein Forellenbrötchen. So, dann gehe ich mal eben fix die Post gucken. So, da ist nämlich ein Brief. Am 10. Mai. Ich habe Zugtickets beigelegt und freue mich sehr, euch beiden zu sehen. Zugtickets sind noch was Schönes. Ja, okay. Sie haben die schwedischen Behörden entschieden, dass jeder, der in seiner Freizeit mehr als 15 Kubik mit Holzhack 52 Gramm mehr Kaffee kaufen darf, als regulär erlaubt ist. Aha, okay. Es gibt eine Begrenzung für Kaffeekauf. Blücher schreiten voran. Einer der zwei Propeller, wo durch 12 Tonnen Kupfer gewonnen werden konnten. Blücher befindet sich in einer Tiefe von 90 Metern. Ja, schön. Schön für Blücher. Wirklich toll. Hey, Schule. Yeah, freu dich. So. Es gibt wieder Käse. Jetzt guck ich mal wegen dem Kaffee. Gibt's denn keinen Kaffee für mich hier? Was ist denn das für ein Sauladen?
hier, wir kaufen mal ein bisschen Käsebrot, hast du mal abgefunden für den Brei, denn das Ganze ja gut. Was ist das? Ist das so ein Brei mit Sägemehl oder? Guck mal, ob ich irgendwas im Laden kaufen muss. Hier ist Butter dabei. Dann gucken wir mal. Bock auf Toast, ja? Mal gucken. Erstmal gibt's was zu essen und dann gucken wir mal, was du im Fluss gefunden hast. Holz! Ah! So viel dazu. Holzhacken. Fisch mit Kartoffeln. Okay, dann besorge ich dir was mit Fisch mit Kartoffeln. Nein, heute nicht. Ich guck mal im Fix, ob wir noch. Habe ich hier noch irgendwie. Holz habe ich hier. Das Holz kann ich nichts bauen, also werde ich Fisch mit Kartoffeln kaufen. Aber das war jetzt. Tante lädt uns ein. Es wird gut für dich sein, jemanden aus deiner Familie zu treffen, denke ich. Und die Zugreise dorthin wird Spaß machen. Hoffen wir, dass der Besuch deiner Großeltern nett wird und vielleicht sogar ein Beginn einer engeren Beziehung. Ja. Ich wollte Fotos gucken, ne? Ob da noch was ist. Fisch mit Kartoffeln. Das scheint sie sich zu essen zu wünschen, also gibt's Fisch mit Kartoffeln. Kriegen wir schon hin. Geld genug haben wir, 65. Fisch mit Kartoffeln. 170 für den Truck, du wirst mich verarschen, es gibt kein Feuerwehrauto. Kasper, einen Nationalfeiertag sehen wollen, bleib weg, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Die sind scheiße, oder? Wir machen daraus eine Mordwaffe und dann machen wir die alle fertig. Na, wäre das was? Wir machen die alle fertig. Ich meine, das Verräter kenne ich an so fassbaren Nationalfeiertag, weil sonst geht's dir noch gut. Oh, und Kleidung kaputt. Hey, die ist gut gelaunt.
Ja, es ist. Das mit dem verhärteten Herz stört mich auch sehr, aber was soll ich denn machen? Ein Monster am See. Fisch mit Kartoffeln, das war das, was du dir gewünscht hattest, nicht? So, heute gibt es eine kleine gute Nachtgeschichte. Ja, ist. Ich brauche die Zeiteinheit, weil, wenn ich keine Post habe, werde ich. Was werde ich hier bauen? Nur noch ein Käsebrot, ja, muss reichen. Ich will wissen, was bei dem Holzding rauskommt. Ich glaube, das wird ein Vogelhaus. Ich habe das Gefühl, das ist ein Fehler. Ich traue den Leuten nicht. Ich vertraue denen nicht. Nur wenn du das weißt, ich traue mich kein bisschen über den Weg. So, jetzt bauen wir eben das Vogelhaus fertig. Ein Boot! Das ist interessant, okay. Ich dachte echt, aber es ist ein Boot geworden. Das Monster am See. Na, wir müssen uns mal eben hier für die Schule fertig machen. Mal gucken, jetzt, was wir noch fest haben. Oh, cool, Zeitung. Fühlt sich nicht erst waschen. Deine Klamotten sehen nämlich auch aus wie Sau. So. Und vor allem musst du was essen. Aber ich hab natürlich nichts. Warte, ich geh Käsebrot oder sowas kaufen. Ein Fußbrot ist immer ein bisschen teurer. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, wie komme ich denn an eine Flagge ran? Haben wir hier eine Flagge? Da, 50, ja klar. Das mit der Flagge machen wir schon. Keine Überstunden heute.
So, abends gibt's Wurstbrot. So, ich check mal. Na, die Post checke ich heute Nacht, oder? Was kann ich noch mal? Ich kann mit dir bestimmt zum See. Nein, kann ich nicht, doof. Okay, zum See geht's nicht. Kein See für dich. See ist gestrichen. Post, genau, Post muss ich lesen. Nichts Wichtiges, okay. Aber irgendwas mit Lebensmitteln. Das hätte ich vielleicht nicht ganz lesen sollen, habe ich zu spät gesehen. Ich hätte es vernünftig lesen müssen. Wir schieben nochmal Überstunden. Ach, jetzt geht's nicht, jetzt kann ich keine Überstunden machen. Ja, Zugfahrt ist toll. Wie schnell kann jetzt. Ich bin nicht sicher, ziemlich schnell? Siehst du das ganz nach vorne? Warum, was ist an diesem vorne sitzen muss so besonders? Ich bin froh, wenn ich einen freien Platz kriege. Stundentage, mal ein Zug. Ja, ist mal ein Zug. War nicht mal irgendwas von den Klamotten kaputt oder dreckig oder sonst irgendwie. Die hat Bock auf den Zug. Habe ich Essen? Ich kann voll gut kochen, besonders Fisch. Naja, nicht schon wieder mit. Naja, nicht die mit den drei Burgen schon wieder kommen. Nee, naja, heute nicht. So, Licht aus. Samstag der 10. Zeit für den Besuch. Quatsch, die mögen dich.
Da ist der rote Zug. Los geht's. Ach, sogar mit bewegtem Hintergrund. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh no.